Servus am Morgen, es geht bei uns weiter im Sam Koch Studio und zwar kümmern wir uns um den Kürbis und um die Eierschwammerl und das Ganze ein bisschen in Curry-Style. Und für das Kürbis-Curry mit Eierschwammerl brauchen wir eine Dose Kichererbsen, einen Hokkaido-Kürbis, Eierschwammerl, Frühlingszwiebel, Tomaten aus der Dose, Currypulver, Kokosmilch, Marillenmarmelade, Limettensaft, Sauerrahm, Öl und Salz. Frühlingszwiebel habe ich unten abgeschnitten, nochmal kurz sauber machen. Das passt. Das Weiße nehmen wir für den Bratansatz, das Grüne nach oben drauf. Da schneide ich jetzt einfach so Ringe. Ich nehme tatsächlich Olivenöl. Ganz kurz, schnelle Hitze. Fischt schon. Das Ragout ca. 15 Minuten köcheln lassen. Frühlingszwiebeln hinein. Dann habe ich ein paar Kichererbsen. Die schmeißen wir damit rein. Nicht alles. Dass so ein bisschen natürliche Bindung hineinkommt. Ne? Der Kürbis braucht ja, bis er gar ist. Und die kleine Kichererbse wird ein bisschen weicher und dann wird es hoffentlich ein bisschen cremiger. Jetzt abstäuben mit dem Curry. Das gibt natürlich die volle Aromatik da drin. Dann Kokosmilch. Und das Ganze natürlich absolut vegetarisch jetzt mal. Dann Tomaten aus der Dose. Geschält. Die schneide ich ein bisschen klein. Dazu. Und für die Süße etwas Marillenmarmelade. Das ist eigentlich alles. Da gibt es so kleine Papadams, so kleine Fladen. Die kann man beim Inder kaufen, im Asia-Shop. Das total spannende ist, man braucht nur eine heiße Pfanne, ohne Fett, ohne alles hineinlegen, dann backen die so auf. Das zeige ich euch gleich. Wir brauchen nur Temperatur. Und dann können wir nebenbei das machen. Ich lasse das mal da drin liegen und zwischendurch habe ich ein bisschen davor was vorbereitet. Wir richten das heute mal ganz witzig an im Kürbis. Ich habe den ein bisschen ausgehöhlt oder bin dabei. So, das Ganze kleinschneiden. Und den Frühlingszwiebeln das Grün. Dann ein bisschen Thymian für die Deko. So, also dieses Papadam, wenn das Hitze bekommt, dann poppt das eigentlich so schön auf. Und das wird hier auch gleich funktionieren. Los jetzt, enttäusch mich nicht. So, schaut's her. Es geht so auf. Kurz rausnehmen, liegen lassen eine Minute, dann wird der ganz resch, der Teig. Dann haben wir noch die Eierschwammerl. Die kann man natürlich auch in das Ragout eingeben, aber ich würde sagen, ganz schnell ein bisschen scharf anprasseln. Ein bisschen Olivenöl. Pfanne qualmt. Schwammerl rein. Jetzt ein bisschen Limette noch in die Geschichte rein. Jetzt geht's los. Sauerrahm und Frühlingszwiebel zum Verfeinern über das Curry und die Eierschwammerl nicht vergessen. Okay. Setzen wir da rein. Das ist mein Ratzfatz. Curry-Kürbis-Ragout für euch mit Eierschwammerl. Das Rezept ist wie gewohnt bei uns auf www.servustv.com. Viel Spaß beim Nachkochen. Jetzt muss ich essen. Achso, ciao.